Jo Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play Klickenlos. Wir hatten die letzte Folge viel erklärt und wir haben genau an diesem Punkt jetzt weitergemacht. So, ja, ihr habt schon erfahren, ich bin sehr weit gekommen, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt. Unbedingt anschauen, da wurde viel erklärt, was sehr wichtig für euch sein kann. Vor allem, wenn ihr es jetzt auch spielt und noch nicht so weit seid. Ja, ich habe nur noch dieses geholt, was halt mit Tippen hat, mit nur mehr Schaden. Ich finde das richtig geil. Und dann dieses eine Antik, das mit Tippenschaden bringt, mache ich jetzt wirklich mehr Tippenschaden wie SPS. Und das, meine Lieben, ist sehr wichtig. Weil SPS, guckt ihr euch das an. Eigentlich macht man ja immer weniger Tippenschaden. Also würde ich jetzt weniger Tippenschaden machen, dann hätte ich gar keine Chance mehr weiterzukommen. Aber guckt euch das an, wie geil das ist. Und das kann ich euch nur vorschlagen, es euch auch zu holen. Das Antik. Ich kann es ja nochmal zeigen. Ich weiß, ihr wollt nicht so viel Erklärung, aber hier stand die Sons. Wenn ihr ihn auf Level 200 habt, dann habt ihr schon gute Chancen weiterzukommen. Ja, das sieht jetzt halt hier alles ganz gut aus. Ja. Läuft bei der Sache. Ja, ihr fragt euch sicher, welche Helden ich schon alles hatte. Ich kann euch das auch gerne zeigen. Also ich habe alle vergeudet, die so geht. Also Orangina hat auch schon mal gehabt, aber Barbie habe ich nur so freigeschalten bekommen, aber nicht wirklich ihn mir gekauft. Ich war kurz davor bei meinem Rekord. Ja, ich war kurz davor. Wenn wir jetzt meinen Rekord brechen und noch weiterkommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir uns ihn kaufen können. Falls das so weit ist, ich habe ja immer dieses Mausen parat, dann kann ich euch das zeigen, diesen wunderschönen Moment, und da werdet ihr euch auch freuen. Jo, geht hier gerade nicht ganz gut weiter, aber bald können wir uns ja Orangina kaufen. Und der wird dann halt richtig für Angriff sorgen. Und da freue ich mich schon drauf. So, jetzt wird hier erstmal ordentlich weiter geklickt. Also, falls ihr die älteren Folgen noch nicht gesehen habt, guckt euch die an, dann seht ihr einen großen Unterschied. So, und ihr fragt euch jetzt, warum ich mir diesen gelben Kugelfisch jetzt aufgehoben habe. Den Trick kann ich euch noch erklären, wenn ich dran denke. Weil das ist wirklich ein ziemlich geiler Trick. Den kann ich euch nur vorschlagen. Aber braucht ihr schon, wenn ich euch das mal zeigen kann. Iris schon ungefähr so gelevelt wie ich. Sonst lohnt sich nicht ganz, wenn ihr schon Fatimas habt. Weil ihr seid ja eigentlich auf Level 1, ne? Da bringt ja euch immer so viel Geld, wo ihr gerade auf dem Stand seid. Aber nein, weil dieser Iris bringt euch ja schon plus 75 Level, ne? Und das habe ich auch im Bench. Und wenn ihr halt diese 75 Level habt, dann seid ihr praktisch schon auf Level 76. Und dann kriegt ihr einfach das Geld von Level 76. Und müsst ihr nicht, ja, wegen des Antik hoffen, was eh nicht so viel bringt. Also, das, meine Lieben, müsst ihr euch merken. Das ist einfach ein perfekter Trick. Falls ihr noch nicht ganz so verstanden habt, ich werde sowieso noch ein Video davon machen. Da werde ich euch das mal gründlich zeigen. So, aber jetzt kein Gerede. Jetzt wird weiter geklickt. Wie viel Gold bringen die mir? Weil würden jetzt eh 99 bringen. Mit irgendwas, dann würde ich die mir schon holen und dann könnte ich mir schon den Helm holen, der mir dann ziemlich viel bringt, aber das reicht einfach noch nicht aus und so schlecht kann das ja eigentlich gar nicht laufen, weil was ich das letzte Mal gemacht habe, da hatte ich deutlich weniger Helm sehen. Naja, das wird daran liegen, dass ich kurz davor bin, hätte ich mal diesen Dings mir holen. Diesen Helm. Und da ist das schon ziemlich gut, ja. Ja, und falls ihr euch mal wieder ein Let's Play wünscht, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Oder falls ihr mal fragt, dass ich
Ihr kennt ja, glaube ich, inzwischen ein paar Spiele von mir. Und dann könnt ihr mich auch fragen, was ich mal wieder machen sollte. Und auf jeden Fall, was ich mal wieder machen sollte, weil ich stehe jetzt vor die Frage, sollte ich Minecraft machen? Pokémon? Könnt ihr auch beides machen? Was ihr halt wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und dann machen wir das zusammen. Ja, und guckt auf jeden Fall auch mal bei meiner Freunde vorbei. Und zwar, wir haben dann als erstes Devin Zimmermann. Eine Nachricht an dich, Devin. Ich würde mir wünschen, dass du mal wieder ein Video machst. War ja immerhin lange her. Vor allen Dingen mal wieder ein Clicker-Heroes-Video. Würde ich mich freuen. Dann guck doch mal bei meinem Freund nach Anton Maas. Also ist auch ein guter Freund von mir. Und natürlich auch Kim Becker. Und ganz früher, könnt ihr euch erinnern, die mich früher mal als Abonnenten hatten, zum Beispiel MeliTV, guckt auch mal nach, da war ja noch dieser Eldo Zinski, aber dann wurde er von seinen Eltern erwischt. Klar, buff, wurde sein Kanal gesperrt. Sorry, Eldo Zinski, wenn du das Video siehst, was eh nicht passieren wird. Dann, ja, tut's mir leid für dich. Ich wurde ja eigentlich auch schon mitten in ein Let's Play erwischt, aber der hat nicht dazu gesagt, ob es mir verboten hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das peinlich. Ich hab gedacht, oh Scheiße, hast du mich erwischt? Der hat gar nicht gesagt. Ich bin nur rumgebrabbelt. Ja, da unten ist er. Mach mal die Tür auf. Oh Gott. Und das habe ich dann trotzdem noch abgeschickt. Das glaube ich war auf meinem alten Kanal. Der immer noch zu sehen ist, könnt ihr euch ruhig mal angucken, wenn ihr wollt. Jo. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich erklären soll, tut mir leid. Auf jeden Fall schreibt in die Kommis, was ihr wollt. Ich werde alles versuchen. Und auch zu machen. Beziehungsweise zu Let's Play. Ja, und ihr werdet bestimmt auch ziemlich staunen, dass ich schon so weit gekommen bin. Ich glaube, das letzte Mal, da war mein höchstes Level 600 oder so. Kann doch sein, dass ich das schon geschafft habe. Auf jeden Fall war das eine Dolle. Und da hätte ich mir das Level bestimmt nicht gedacht, dass ich überhaupt noch so weit komme. Ja, weil ich jetzt einfach die besten Antiken noch rausgeholt habe. Jetzt gibt es nur noch 4. Mehr gibt es nicht mehr. Aber viel bringen die mir auch nicht. Und ich habe mal an euch eine Frage, liebe Leute. Es gibt ein Antik, was ich nicht ganz so kapiere, was ich denke. Kennt ihr euch aus damit? Ich brauche mal zum ersten Mal eure Hilfe. Und zwar, hier steht drauf, plus 100 Schatztruhen leben, während goldenes Tippen aktiv ist. Ich meine, ja, goldenes Tippen kriegst du ja mehr Geld, aber wenn die mehr Leben haben, dann ist es doch scheiße, dann kommst du ja desto schlechter weiter. Oder machen die denn mehr Gold? Wenn ihr mir einen Gefallen tun würdet, könntet ihr dieses Antik mal einsetzen und austesten und dann schreiben, ob das gut ist oder schlecht ist. Würde mich echt freuen. Das wäre ein guter Hinweis für mich, auch sehr wichtig. Also bitte testet ihn aus. Und wenn ihr sagt, er ist gut, dann werde ich ein Let's Play machen, wo ich ihn mir kaufe. Wenn ihr sagt, er ist schlecht, dann ist er schlecht. Also bitte, ich brauche eure Hilfe. Würde mich bedanken, wenn ihr da mal guckt. Da werde ich dann auch noch ein Dankeschön schreiben, der das bei mir geholfen hat. Also würde mich echt freuen, wenn ihr das für mich tun würdet. Mal nachzuschauen, wie gut das ist. So. Ach, das ist alles hier so teuer. Lalalala. Und das reicht immer noch nicht aus, ey. Ja, das ist jetzt eine doofe Situation, ne? Richtig blöde. Aber das kann
rein theoretisch nicht sein, dass ich so schlecht weiterkomme. Ja, also, da bin ich jetzt gerade am Knobeln und hab mir überlegt, dass wir doch noch das jetzt so machen, weil es einfach besser ist. So kann man auch gleich da was anderes einsetzen und ein bisschen leveln. Oh, guck mal. Oh, ja, euer, oh, ja, Leute. Das ist Kultur. Das ist Kultur heute. Ja, und dann können wir uns gleich auch mal ihn leisten. Und somit haben wir genug Gold, um endlich Orangina zu kaufen. Oh Mann, bin ich genial. So schnell kommen wir auf Orangina. Das hättet ihr bestimmt nicht mehr gedacht, ne? Oh yeah, oh yeah. Ja, liebe Leute, es gab doch noch ein Happy End. Ja, und dann gucken wir mal noch schnell, was wir hier noch machen könnten. Oh, das dauert mir zu lange. Einen Tag, aber... Naja, es bringt sehr viel Gold. Dann machen wir das mal. Auf viel Glück, ne? Morgen müsste auch vielleicht noch ein Clicker Heroes Let's Play kommen. Gut, mal gucken. Ja, und bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Ciao.